Yes, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Scheiße, ist das laut. Assassin's Creed Brotherhood. Letztes Mal haben wir die letzte Leonardo-Mission gemacht. Und jetzt haben wir von eben demselben ein paar... oder ein cooles Gadget bekommen, will ich mal so sagen. Wir haben Fallschirme bekommen. Ja. Will ich hier nochmal schauen, Geld abheben, damit ich hier mal ein paar Sachen kaufen kann. Ich weiß gar nicht, sollte schon etwas Neues geben, vielleicht. Rüstung, Plattenstiefel, kann ich mir jetzt auch leisten, denke ich mal. Plattenarmschützer, ja, yeah, ja, yeah, geht schon. Plattenstiefel, ja, ja, ja. Was Plattern, Schulterplatten, Platten, Schulterplatten, ja, macht Sinn. Oder habe ich nicht so den Säusenhofer? Nein, habe ich nicht. Die kann ich ja noch nicht kaufen, dazu brauche ich ja Schrumpfköpfe, das ist klar. Dann auch noch die Schulterplatten. Kaufen wir uns auch gerade noch. So, und da haben wir ja gar keine Kohle mehr. Fast keine Kohle mehr. Exotika. De Schrumpfköpfe. Woher in Gottes Namen soll ich bitte Schrumpfköpfe herbekommen? Ja, ich weiß, ich hab mich schon die letzten paar Missionen darüber oder Parts aufgeregt. Dass ich nicht an die Plattenstiefel heran... Plattenstiefel. An die... boah, Schrumpfköpfe. Rankommen, tun. Aber, ja, sieht ja jetzt richtig geil aus, ne? Sieht so richtig cool aus, so richtig einheitlich. Ja. Bis zu den Säusenhofern, Brustteilen und so weiter. Wird das wohl genügen müssen. Jetzt suche ich aber noch einen Schneider. Der ist gerade hier unten. Um mir diese Fallschirme mal zu kaufen. Also, Fallschirme, genau. Brauche ich, will ich. Schön, wunderbar. Was haben wir noch hier? Beutel. Messergürtel. Messergürtel, Erweiterung. Messergürtel. Ja, kaufen wir auch mal. Oh, pf, scheiße. Großes Gifttäschchen. Und schon wieder habe ich nicht genug Kohle. Großer Köcher, mittlerer Beutel. Ah, das für die Fallschirme. Ist klar. Ist klar, ne? Aha. Da ist eine Mission dort. Die ist 522 Meter weg. Das ist mir persönlich noch etwas zu weit. Da gehe ich lieber so mit dem schnellen Reisezeugs da. Obwohl, hat sie nicht hier in der Nähe noch eine Nebenmission oder so? Wäre ja auch mal cool, wieder mal eine Nebenmission zu machen. Oh, ich kann wieder rekrutieren, die Typen da. Assassinen rekrutieren. Oh, da ist noch einer hier noch näher. Hier, oh, jawohl. Markieren wir mal die Scheiße. Jetzt. Falsche Richtung. So, ja. Ja, ja. Ich werde ab morgen weg sein. Habe ich in meinem Kommentar schon erwähnt. Oder werde ich noch erwähnen. Und, ja. Das ist, glaube ich, auch der letzte Part des Assassin's Creed Brotherhood. Sofern ich jetzt gerade zwei aufnehme. Boah, was tue ich? Scheiße. Falsch. Ah ja, eben. Könnte der letzte sein. Vielleicht auch der zweitletzte. Vielleicht lade ich morgen vielleicht noch was hoch. So ganz schnell. Aber, naja. Boah. Boah, boah, aus dem Weg. Oh. Ah, hier hoch. Da. Wo ist denn der Tölpel hier, der befreit werden muss? Ja, wo denn? Aha. Oh, stirb. Wow, wow, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So, hallo. Eine Blondine. The liberation of Roma has begun. I thank you. It would be an honor to fight alongside you, Signore. Ja, ja. So, ja, die haben jetzt auch rekrutiert. Ah ja, und jetzt hier gerade noch so ein Turm. Also nicht ein Borgia-Turm, sondern ein Assassinenturm. Den haben wir ja schon gesäubert. Och ey. Wenn wir schon gerade hier sind, könnten wir ja auch den hier wegreißen. Den guten alten Steckbrief. Wo kann ich denn hier rein? Das frage ich mich. Aha, hier glaube ich. Ja, ja, so geht das. Aha, potenzieller Neuanwärter, bla bla bla. Weiter. Wurde vorgleich abgeschlossen, bla 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 bla.
So, Assassinen haben... Der hat ein Level-Up. Die hat auch ein Level-Up. Die hat auch ein Level-Up gehabt. Die auch... Naja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, dann schauen wir mal. Was kannst du denn hier? Machen wir Waffen. Und du hier auch Waffen. So, Axt. Ah, nein, scheiße. So, mal sehen. Eine Skianova. Bla. So ein Riesenteil von einem Schwert. Was kann die hier? Level 6 ist sie. Da machen wir hier mal, hier mal. Ja, warte noch. Ja, der Typ hier, die haben alle kein Level-Up. Noch zwei Beutetürme gilt es zu zerstören. Aber ist ja egal, eben mal geben wir ihnen mal an so ein paar Aufträge, ne? Wo hat's denn hier? Mal sehen, Barcelona. Boah, Schwierigkeit. 5 solche Ständchen. Boah, nee. Ist immer noch zu schwer, leider. Hier normal. 5 Ständchen oder 5... Boah. Ist auch noch ein bisschen zu schwer. Hm? Mal schauen, hier 3 Sterne. Dann schicken wir mal... Ja, ist zu einfach für die Typen. Das könnten sogar die Anfänger ja fast alleine hinkriegen. Ja, machen wir mal so. Ein guter und ein Anfänger. Oh, nee, 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 nee. So, falsch. Oder machen wir... Ja, eine einigermaßen gute. Dann hier ein Anfänger-Mission starten, jawohl. Einen Lieferanten eliminieren. Ah, nein, das ist auch so schwer, haben wir vorhin gerade angeschaut. Wien, nein, Moskau. Einen Adeligen verteidigen, schauen wir mal. Das echt zu schwer ist für unsere Leute. Ja, immer noch ein bisschen zu schwer. Was haben wir denn hier? Paris. Ja, auch noch die, nur noch die schweren Aufträge. Das sind alles 4 Sterne, hier könnten wir ziemlich abräumen. Dann machen wir das mal so. Hier ein guter. Und dann hier eine ganz schlechte. Dann bekommt die gerade viel Level-Ups. Und dann noch so einen mittelguten. So, Level 6. Sehr gut. Mission starten. Jawohl. Besitz stehlen. Machen wir auch. Eine gute Person mit 2 eher nicht so guten oder eher schlechteren Personen. Anwärtern, was auch immer. Hier noch eine Mission. Da haben wir nur noch 2. Den hier oder die hier und die. Ja, das passt schon. Also passt schon, passt schon. 94% werden die jetzt wohl schon noch hinkriegen, ne? Wäre ja gelacht, wir sind ja Assassinen. So, ich denke mal zum Ausrufezeichen. Ist mir aber zu weit weg. Wo ist der nächste Tunneleingang? Der wäre hier. Oder hier beim Assassinen. Das wäre noch ein bisschen näher. Obwohl, hier, dort vorne hat es auch einen. Ich gehe den. Bei der Rosa in Fiore. Oh ne. War schon gedacht. Das Falsche ist gedrückt. Immer noch der schnellste Weg, hier hochzukommen. Boah, was sind das hier? Eine Borgia-Flagge. Boah, 9 von 111. Ja, halt die Fresse. Platsch. Come again, son. So. Ja, ne? Und so. Naja. Wir sind gleich da, also, ne? Nur kein Stress. Oh, Alter. Hä? Ja! Alter! Gesundheit in meine Gesicht! Boah, bin ich ja richtig überhaupt? Oh ne, bin ich gar nicht. Oh, ich bin auf die Vor. Ich bin komplett falsch. Naja, ist jetzt auch egal. Boah, ich muss eh nochmal niesen. Ach du Heilige. Scheiße. Oh mein Gott. Oh. Wo ist der Tunneleingang? Muss ich auch irgendwo finden. Oh, und ich muss gleich sowas von niesen. Scheiß Tunneleingang. Wo bist du?
Oh, scheiße. Sorry. Oh, Mensch. Mensch, Markus. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Ich weiß, wo er ist. Hier. Haha. Ist das der bei den Thermen oder was auch immer das darstellen soll? Ja, ja. Der ist es. Ach. So, ne? Da kommst du mal hier rein, oder? Dann gehen wir right to the Ausrufe, to the Ausrufezeichen, ne? To the. Das ist die bla 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 Diebesgilde, genau. Boah, Entschuldigung, ich weiß echt nicht, was ich habe. Auf einmal so Niesanfälle. Komisch. Komisch. Hallo, Ezio. Ja, ich finde, dieses Rüstungsset sieht auch geil aus. Nein. Stimmt der mir zu, wenn ich sage, das sieht absolut geil aus. Vor allem diese Farbe gefällt mir eigentlich noch recht gut. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es mir so gefällt, aber... Mal schauen. Investitionen. Ich könnte vielleicht so investieren. Was könnte ich denn hier gewinnen? Potenzieller Gewinn? Wie viel investiere ich dann hier? 3100 Florin oder was? Schrumpf. Erlöse aus Bankinvestitionen. Schrumpfkopf. So, die brauche ich ja. Aber ich komme bei diesem System eh nicht ganz raus. Erlöse aus Geschäftsinvestitionen. Elfenbein. Kann ich also, wenn ich hier in die Bank investiere, kann ich Schrumpfköpfe bekommen? Sehe ich das richtig? Mal schauen. Eingabe investieren. Ja. Okay. Ah, Belohnung für Investition. Aha. Elfenbein habe ich jetzt bekommen. Aha. Okay, ich komme jetzt da nicht gerade Anleitung. Moment. Durchschnittliche Attraktivität der Zone. Je populärer das Geschäft, desto teurer ist die Investition und umso mehr anderen Investoren müssen sie den Gewinn teilen mit anderen Spielern, die in dasselbe Geschäft investiert haben. Geringe Popularität, weniger Anteilseigner. Aha. Ja, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Die Kombination aus Popularität und Risikofaktor bestimmt die Größe ihrer Gewinne. Es ist ihre Entscheidung, wie viel Risiko sie eingehen möchten. Ja, ich komme immer noch nicht raus. Diese Einleitung ist ziemlich für den Arsch, aber... Naja. Sei es drum. So, dann ist hier die Mission. Sehr gut, sehr gut. Aha. Ja, hallo. Mit wem muss ich hier reden? Umschalt drücken. Buongiorno, Ezio. It is time to pay a visit to Lucrezia's lover, Pietro. I've sent my men out to find him. Molto bene. Ezio, if I may... What is it? Someone warned Rodrigo to stay away from the castello. Machiavelli? Do you have proof? No. We must not be split apart by mere suspicion. The Borgia know the locations of our spies. Who told them? Maestro Machiavelli asked about our search for Pietro earlier today. Ezio? So, haben wir ein Leck. Warte. Die Angreifer eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden. Danach La Volpe begleiten, bla 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 und so weiter. Mindestens 5 Quadrate der Gesundheitsanzeige behalten. Ja, ist ja einfach. Zum Frühstück mache ich das. Okay, wo muss ich hin? Oh, ich sehe gar nichts. Ah, so jetzt. So. Was denn? Oh, ich Junge. Junge, wo? Aha, aha. Kinder, Kinder, Menschenskinder, da geht ihr mal drauf, ey. Ja komm, stirbst du auch mal, danke. Ja, komm. Verarsch mich. Verarschen kann ich mich auch selbst. Ja, komm jetzt. Interessiert mich gar nicht. Ich will was anderes. Hier mal nehmen wir das Schwert. Bam, bam, bam. So, war das das? Anscheinend nicht. Ihr wollt alle mit. Boah, ich sehe nichts. Scheiß Baum. So.
Noch mehr. Na, komm mal her. Ja, noch mehr. Moment. Das mache ich jetzt anders. Aua! Ah, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, nimmst du hier den Speer mal und dann, boah, steckst du ihn in den Bauch. So, mach mal. Mach mal eine schöne Attacke. Boah, da hast du aber mächtig auf den Sach bekommen. Aua. Mach ihn fertig, du kleine Verdammte. So, dankeschön. Den Typen muss ich auch noch erledigen, wie es aussieht. So, stepp. Oh. Diesen Move nenne ich den Schweizer Käse, falls ich das schon mal erwähnt habe. Weil La Wolke, ja, genau, La Wolke zu dem. I still do not believe Machiavelli has turned traitor. First the Villa attack, then the Castello, and now this. He is behind it all. Ja. Du bist ein bisschen schnell, Kollege. Ich komm nicht nach. Vor allem habe ich immer das Gefühl, dass die braunen Pferde schneller sind als die weißen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja, geh noch ein bisschen schneller, dann komme ich dir vielleicht gar nicht nach. Homo. Ja, was? Es war einfach ein Zeug so fallen. Ah, der auch. Pam! 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 Was? Mission mit einem Feind? Bla. War. Erfolgreich. Bla. Irgendwas. Ja. Mach hinne! Ja, und jetzt? Ja, ich springe einfach mal so. Ja. Au! Was soll das? So, ihr seid dann alle mal Geschichte. So, du auch. Ja, komm. Aua. Oh, da hat sich jetzt ein Pferd geschnappt. Das muss der sein. Ah, gut. Du bist tot. So. Das war's mit dir. What were you able to find out? Pietro is to be assassinated this evening. Cesare sent his butcher. Aha. Weiter folgen. Komm. Micheletto, the best killer in Roma. No one escapes him. Micheletto. Come on. Micheletto, hä? Das ist der, der jemanden umbringen will. Den Freund von Lucrezia Borgia. Sofern ich das richtig mitbekommen habe. Boah. Irgendwas im Hals stecken habe ich. Och nee. Jetzt will er auch noch in die andere Richtung. Da. Jo, was denn? Junge, was? Den Dieb retten. Ach so, muss ich wieder mal. Da! Und stirb! Ja, das geschieht gerecht. Zack. Och ne. Oh. So, trete den Bastard mal Duck. So. So macht man das. Did you uncover information about Pietro? The man is an actor. And he is performing in a play stanotte. Was denn der für eine Stimme hat? Ja, wohin jetzt? Komm. Ja, mach hin. Ja, komm. Das geht zu lange.
Reiten. Dem Typen hier wiederher dackeln. Besseres haben wir ja nicht zu tun. Wir könnten Menschenleben retten, aber nein. Wir müssen natürlich einen Typen nachdackeln hier. Naja. Werden wir schon noch schaffen. Irgendwie. Ich glaube, ja, so schwer ist es ja nämlich auch nicht. Ja, was laber ich wieder mal für Scheiße. Ich bin ziemlich planlos, was ich hier reden soll. Because... Oh, komm. Wie lange denn noch? Madonna, vai a farti fottere, Troia. Ja, ja, ich kann auf Italienisch fluchen, ne? Eigentlich hatte ich 6 Jahre mal Italienisch in der Schule, aber... Ein bisschen reden kann ich es doch noch. Was, wo? Aha, dort. Den Dieb finden. Ah, dann muss ich zuerst noch finden. Ah, gut, ne? Ah, Ziel lokalisiert. War ja unglaublich schwer. Nee, du... Ja, komm jetzt. Aha. Ja, was war's mit dir, Penner? Mit dir auch und mit euch allen auch. Ach, der hat sich jetzt ein Pferd geschnappt. Der ist ganz cool. So, du bist jetzt... Ach nee, wer hat mich denn hier angerempelt, mein Kollege? So, jetzt machen wir halt Vogelperspektive und dann Duck, Duck und Duck. Hey, ist so ein Leonardo-Bänkchen. What did you find out about Pietro? He is to be suspended from a cross. Micheletto will come for him with a spear. Aha. Ach nee, ja, die Mission ist schon fertig. Jetzt will ich aber doch mal hier hinsitzen. Mal sehen, was Leonardo so Neues für mich hat. Ezio, wenn er überhaupt. The French are pulling out of Roma. The Baron de Valois was found murdered within his own camp. Aha. Could it have been an assassin? There are rumors which favor such a theory. Never listen to gossip, Leonardo. It could get you into trouble. Good advice. Aha, dieser Baron de Valois ist jetzt tot. Aber das bringt's mir nicht. Warum hat der mir das jetzt unbedingt sagen müssen? Das ist, ja, fraglich. Aber ich habe eh nichts mehr, was ich kaufen könnte. I will wait nearby for a few more hours, in case you change your mind. Okay. Naja. So, ja, ich denke, ich beende mal diese Episode hier. Obwohl, Moment. Nein! Oh, komm schon. Beschädigtes Aquädukt. Aquädukt. Ah, hier ist noch der Turm. Hm, macht Sinn. Okay. Ja, dann nicht. They will not permit any new building. Ja. Was ich jetzt noch schauen wollte, war ein Dingen, so ein Taubenschlag, aber den kann ich ja nicht so, ihr wisst schon, kann ich nicht hingehen, denn, ja, ich sehe hier gar nichts. Ist nicht forsches Gebiet. Naja, dann ist es ja auch egal, dann beende ich die Episode für heute. Und ja, ich verabschiede mich vielleicht schon für die beiden Wochen. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch was hochlade. Ja. Im Fall, dass ich nichts mehr hochlade, will ich mich verabschieden. Wünsche euch zwei schöne Ferienwochen, in denen ich nicht hier bin. Ihr werdet es überleben. Schreibt immer fleißig Kommentare, gebt überall gute Bewertungen ab und so weiter und so fort. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Peace.